Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch unsere Lieblingsbaguettes machen, und zwar Baguette Straßburger Art. Das Rezept ist aus dem leckere Brote für Sie vom Landhausteam, Band A bis M oder Band 1. Die Baguettes gehen eigentlich ratzfatz, ohne viel Zutaten, und wir legen gleich los damit. Wir benötigen 650 Gramm Mehl, entweder Typ 405 oder 1050. Ich habe es jetzt gemischt, also ich habe jetzt halb-halb. Laut Rezept steht ein Würfel Hefe drin. Ich habe nur noch einen halben zu Hause. Lassen halt länger gehen. Ich gucke, bis nach 30 Minuten Gehzeit ausschaut. Vielleicht reicht mir ja die sogar. Ein Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Salz. Und 500 Gramm lauwarmes Wasser. Das war's an Zutaten, was wir benötigen. Nun 2 Minuten. Knetstufe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist jetzt geknetet. Schaut er aus. Den tue ich jetzt umfüllen und lasse 30 Minuten am an einem warmen Ort gehen. Ich nehme wieder meinen Mutti-Dreher, damit ich den Teig schön rausdrehen kann. Jetzt noch etwas drin, weil der Teig recht weich ist. Jetzt habe ich was ganz Tolles, und zwar den Bodendreher. Ja, man tut sich ja mal recht schwer, den Boden abzumachen. Und zwar der Bodendreher, ich zeige ihn euch. Ich setze ihn drauf. Das sind so kleine Zapfen, weiße Zapfen. Und am Boden sind auch 2 Löcher. Und dann ist beschrieben, zu und auf. Also man kann gar nicht falsch drehen. Und dann dreht den einfach auf. Mein Deckel ist ab. Jetzt kann ich viel leichter meinen Teig vom Messer abmachen. Also ich bin so dankbar, dass ich diesen Bodendreher habe. Man tut sich manchmal schon schwer. So, ein bisschen Teig ist noch im Topf drin. Mal jetzt so raus. Deckel zu. Ich lasse ihn eine halbe Stunde an einem warmen Ort ruhen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Teig ist jetzt eine halbe Stunde gegangen. Ich zeige ihn euch.
aus. Ich werde euch jetzt dann näher zu mir herholen und zeige euch, wie ich die Baguettes form. Backen tue ich die Baguettes in einer Emile Henry Backform. Die ist auch aus Stein. Ich habe sie schon gut gefettet und bemehlt. Gesehen habe ich die Form bei der Katja und die hat so ein tolles Backergebnis erzielt, dass ich Kontakt mit ihr aufgenommen habe und sie mir ein bisschen was zu der Backform gesagt hat, dass man praktisch wieder bei den Pemberet-Chefs den Backofen in einen Holzbackofen oder Steinbackofen verwandeln tut. Ich werde sie jetzt testen. In der Zeit tue ich jetzt den Backofen, in meinem Fall bei dieser Backform, auf 250 Grad aufheizen. Wenn ihr dieses ganz normale Backblech habt, dann auf 220 Grad. Ich hole euch jetzt mal näher und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe euch jetzt näher zu mir hergeholt. Ich tue jetzt meine Backunterlage etwas bemehlen. Gib den Teig drauf. Bin total weicher Teig. Meine Finger kleben. Du nach oben drauf etwas geben. Und jetzt verknetigen. Aber er ist super fluffig. Den Teig jetzt in drei gleich große Stücke. Falte ich das untere Stück zur Mitte und das obere darüber. Ich tue es nochmal ausrollen. Das ist praktisch wie wenn man das Brot falten würde. Also ich fahre jetzt mit dem Verfahren am besten und wir rollen jetzt. Meine Form. Und das mache ich jetzt mit alle Teigstückchen so. Wieder zum
mit dem. Wieder ausrollen. Und dann rolle es auf. Also man sieht, das sind richtig schöne Blasen, Luftblasen in dem Teig drin. Wieder zur Mitte. Und noch zur Mitte. Etwas platt drücken. Genau. Und die Baguettes sollten die Größe vom Backblech haben. Ich habe es jetzt in meinem Backblech drin. Ich schneide sie jetzt ein. Richtig schön tief. Mal mit Mehl bestäuben. So. Und lass die Baguettes noch mal 20 bis 30 Minuten zugedeckt gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Baguettes sind jetzt 30 Minuten gegangen. Mal schnell den Deckel ablüpfen. So, sind sie schön aufgegangen. Ich tue sie jetzt mit Salzwasser bestreuen. Bestreuen, besprühen. Mama. Sie jetzt auf 220 Grad. Ich backe sie auf 250 Grad, wächst der Backform 25 Minuten. Nach 15 Minuten Backzeit tue ich es nochmal mit Salzwasser besprühen und wenn sie fertig sind, sehen wir uns wieder. Bye. Das Brot ist jetzt fertig, ist schon ausgekühlt. Sie sind ja regelrecht explodiert in der Form. Zeig mal. Also so aufgegangen sind sie bei mir noch nie. In der normalen Baguette-Form. Warum? So schaut's aus. Hinten. Also es hat super geklappt. Ich habe es jetzt 25 Minuten bei 250 Grad mit Deckel im Ofen gehabt. Dann habe ich den Deckel abgenommen und habe weitere 3 Minuten ohne Deckel, dass es eine schöne Bräunung hat, nur backen. Ich schneide es mit euch gleich an. Also es ist ganz kross. Innen aus, schön fluffig, ja, auch schön groß.
Geschmackstest. Also noch richtig köstlich, weil es noch so richtig lauwarm noch ist. Ist ganz weich innen drin. Schöne Poren. Hat's. Also ich muss sagen, eine wunderbare Form. Ich liebe sie jetzt schon. Ich habe sie gut gefettet und bemehlt. Das Brot geht wunderbar raus. Dann sage ich mal, danke Katja für den Tipp. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus dem Ostalbkreis. Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, bis zum nächsten Mal.